Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um Patina gehen und speziell um Patina bei Kupfer-EDC-Gegenständen und ganz speziell bei der Patina von einem Messer, das ich mir vor ungefähr 3,5 Monaten gekauft habe, das Chemshare von Böker Plus. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Ja, Kupfer ist neben Messing und Titan sehr begehrt bei EDC-Gegenständen. Und das Besondere bei Kupfer ist halt, wenn man sie auspackt, die Gegenstände, dann sehen sie meist so aus, sehr schön glänzend, erinnern so ein bisschen an Rotgold, hat sicherlich auch etwas. Ich behaupte jetzt aber mal, dass die Mehrheit sich Kupfergegenstände kauft, weil sie mit der Zeit eine sehr schöne natürliche Patina entwickeln. Das Ganze sieht dann so aus wie zum Beispiel hier bei meiner kleinen Olight Taschenlampe. Die habe ich halt ganz normal genutzt, angefasst und nach einigen Tagen fing das dann schon an, dass sie dunkler wurde. Das Ganze hat dann so ein bisschen zugenommen. Und ja, jetzt ist sie bestimmt 2, 3 Jahre alt und sieht so aus. Und ihr seht auch, da wo ich sie halt mit den Fingern berührt habe, ist die Patina stärker. Da wo ich weniger oft mit den Fingern hinkomme, haben wir noch diesen ursprünglichen Glanz. Das ist wie gesagt so der Normalfall und wie gesagt, ich behaupte mal, dass viele das eben auch möchten. Es mag aber auch Käufer geben, die diese normale Patina als einen Mangel ansehen und sich vielleicht auch beim Hersteller darüber beschweren. Das führt nun dazu, dass Hersteller hingehen und ihre Kupfergegenstände oder auch Messinggegenstände mit einer Beschichtung versehen. So wie es hier auch die Firma Otter bei ihrem kleinen Mikator Slipjoint-Taschenmesser gemacht hat. Ihr seht auch hier der Griff aus einem Stück Kupfer gebogen und auch hier sieht das Messer noch fast aus wie neu. Das ist jetzt auch schon einige Jahre alt, ich glaube 2 oder 3 Jahre bestimmt. Und wie gesagt, hier erkennt man kaum eine Patina. Ich und wie gesagt wahrscheinlich auch viele andere finden das jetzt nicht ganz so toll. Ich weiß zum Beispiel, dass sich der Outdoor-Buddy, der Matthias, das Messer auch gekauft hat und ganz schnell dran gegangen ist, ich glaube, es war mit Aceton, die Griffe abzureiben, um die Beschichtung zu entfernen und hatte dann einige Tage später auch das gewünschte Ergebnis. Wenn ich mich da richtig an ein Instagram-Foto von ihm erinnere, da hatte sein Messer eben auch eine schöne Kupferpatina entwickelt. Ja, jetzt kommen wir zum Chemshare, einem kleinen Messer, das Böker im neuen Katalog gezeigt hatte und das mich auch von vornherein interessiert hat, weil es eben ein sehr schönes, kompaktes, kleines Taschenmesser ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Ich stehe ja eher auf die kleineren, kompakten Taschenmesser. Und es hat mich auch gereizt, dass es sich um einen Springer handelt mit einer etwas altertümlichen Öffnungshilfe und natürlich eben auch die Kupferschalen, die im Katalog mit einer sehr, sehr schönen Patina abgebildet waren. Und Böker hat auch im Katalog darauf hingewiesen, dass die Kupferschalen eben mit der Zeit eine natürliche Patina entwickeln werden. Also habe ich es ausgepackt. Habe es mir angesehen, war richtig schön babyrosa. Ich blende jetzt hier mal ein Bild ein, damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, wie es im Original aussah. Und ich werde auch mal mein Video zum Chemshare hier oben verlinken. Da habt ihr auch noch mal die Möglichkeit, euch das Messer sozusagen im Original anzusehen. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich in diesem Video auch schon erwähnt habe, dass ich vermute, dass auf den Schalen eine Beschichtung ist. Aber ich habe dann das Messer ganz normal benutzt, habe halt, es oft in die Hand genommen, immer so ein bisschen befummelt,
weil das eben der normale Weg ist, wie sich am schnellsten eine natürliche Patina bildet. Tat es aber beim Schemscher nicht, und zwar nicht nur über Tage lang nicht, sondern bestimmt 2 oder vielleicht 3 Wochen lang nicht. Ich habe das dann auch mal in den sozialen Netzwerken zu verstehen gegeben, in den entsprechenden Facebook-Gruppen habe ich Bilder gezeigt von dem Messer und dass sich dort eben bei der Patina wenig tut. Daraufhin hat sich die Maxi von der Altona Silberwerkstatt bei mir gemeldet. Dort hatte ich das Messer auch gekauft und hat mir angeboten, dem Messer doch mal ein spezielles Altona Silberwerkstatt-Treatment zukommen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr Gegenstände kennt mit einem Altsilberfinish von der Altona Silberwerkstatt. Ganz, ganz toll gemacht. Da sind sie Experten. Also war ich ganz glücklich darüber, habe das Messer eingeschickt, bekam es nach ein paar Tagen zurück. Auch hier blende ich euch jetzt mal ein Bild ein. So sah das Messer aus, als ich es zurückbekommen habe. Ich gehe davon aus, dass sich die Martje daran ausgetobt hat und hat die Kanten halt künstlich gealtert, hat die Schalen so ein bisschen abgerieben. Man erkennt, dass da so leichte Kratzer drauf sind. Auch wenn die Patina jetzt hier eben künstlich erzeugt war, so gefiel mir das Messer doch sehr, sehr gut. Fand ich ganz toll, habe es halt auch dann die darauffolgenden Tage wieder ganz normal benutzt. Auch mal in der Küche. Ich erinnere, dass ich es, glaube ich, sogar zum Kartoffelschneiden genutzt habe. Und ich habe dann gemerkt, dass so ein bisschen von der Kartoffelstärke auch an den Griffen hängen geblieben ist. Und durch die Küchenarbeit sah das Messer eben doch recht verschmutzt aus. Ich habe es dann unter warmem Wasser abgespült und mit einem Baumwollhandtuch kräftig abgerieben. Und da fiel mir schon auf, dass das Baumwollhandtuch sich leicht färbte, das also so abgefärbt ist. Fand ich da noch nicht so schlimm, ist ja eigentlich ganz normal. Also wenn ich diese Gegenstände jetzt hier auch kräftig mit einem Tuch abreibe, dann habe ich da eben auch entsprechenden Abrieb drauf von der Patina. Aber es kam mir schon komisch vor, dass auch die Ecken, die ja nun speziell behandelt worden sind, sich so abreiben ließen. Und da habe ich gedacht, Mensch, es wird immer schlimmer und wollte es dann einfach mal wissen und habe die Schalen dann wirklich kräftig abgerubbelt. Und was soll ich sagen, das Messer sah wieder aus wie neu, bis auf die Kratzer, die halt wahrscheinlich die Martje dort auf die Schalen aufgebracht hatte, war es eben wieder richtig schön schweinchenrosa glänzend. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt will ich es aber mal wirklich wissen und bin dann mit so einem Küchenstahlschwamm beigegangen und habe das Messer wirklich kräftig abgerieben von allen Seiten. Und habe es mal 14 Tage, gute 14 Tage, bei mir auf dem Balkon gelegt. Damals war ja noch Winterzeit, also häufig mal Schnee und Hagel und Regen und Wind und Wetter. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass sich endlich, muss ich sagen, eine natürliche Patina entwickelt hat. Und jetzt möchte ich euch das Ergebnis nicht länger vorenthalten. So sieht mein Schemscher jetzt aus. Ihr seht schon. Hier hat sich tatsächlich eine natürliche Patina entwickelt, so wie ich es eigentlich von Anfang an erwartet habe. Die Ränder, das kann man vielleicht auch erkennen, die sehen allerdings immer noch schweinchenrosa aus. Da bin ich wahrscheinlich mit dem Stahlschwamm nicht so richtig dran gekommen. Aber so gefällt mir das schon gut und es wird sich sicherlich jetzt auch durch das Benutzen des Messers noch ein bisschen weiter fortsetzen, dass sie noch ein bisschen weiter nachdunkeln. Aber so hätte ich mir das eigentlich von Anfang an gewünscht. Und das ist auch mein Kritikpunkt, den ich jetzt hier mit dem Video eigentlich mal rüberbringen möchte an die Hersteller. Ich kann das verstehen, dass sie sich entscheiden, so eine Beschichtung aufzubringen, weil sie vielleicht mit anderen Kunden schon mal Ärger hatten. Dann würde ich mir aber echt wünschen, dass das im Katalog tatsächlich auch so steht, dass man sich darauf einstellen kann und nicht, wie Böker es gemacht hat, sogar damit werben, dass sich mit der Zeit so eine natürliche Patina einstellen wird und es tut sich einfach nichts. Ja, das ist eigentlich mein Wunsch an die Hersteller.
dann kann man immer noch entscheiden, kaufe ich mir das mit so einer Beschichtung, weil ich es vielleicht auch gerne so haben möchte. Oder ich weiß, wenn ich es mir gekauft habe, ich muss da jetzt richtig stark Hand anlegen, um eben doch die gewünschte Patina zu erzielen. Oder ich lasse es einfach. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Das Messer besitzt eine D2-Klinge. Die hat allerdings recht schnell eine Patina entwickelt, nämlich schon in den ersten ein, zwei Tagen. Die Klinge ist nämlich mal mit Gurkenwasser in Kontakt gekommen und hat hier diese schönen Linien entwickelt. Finde ich jetzt gar nicht schlimm. Das ist jetzt wirklich ein schönes rustikales Messer, auch mit dieser altertümlichen Öffnungshilfe. Da passt das Ganze für mich. Überhaupt kein Thema. Was mich jetzt natürlich interessiert, wie steht ihr dazu? Mögt ihr eher Kupfer im Originalzustand oder auch lieber mit einer natürlichen Patina? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und für die unter euch, die auch so einen Schemmscher besitzen, könnt ihr mir ja auch mal mitteilen, wie so eure Erfahrungen gewesen sind. Hat es ähnlich lange gedauert? Habt ihr da auch Hand angelegt, um eben eine Patina zu erzwingen? Oder hat sich die dann doch auf natürlichem Wege entwickelt? Das soll es dann jetzt gewesen sein. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.